Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Euphor & Co. Wie ihr sehen könnt und schon im Titel gelesen habt, wollen wir euch heute mal was Schönes aus dem Hause Rolex präsentieren. Und zwar dreht sich heute alles um die Submariner Date und zwar um die Starbucks 126-610 LV. Hierbei handelt es sich sozusagen um den Nachfolger der bekannten Hulk und jetzt unter dem Namen Starbucks bekannt. Das Modell wollen wir uns zusammen jetzt einfach mal im Detail anschauen und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. So, vor uns haben wir jetzt also die Box der Submariner Date Starbucks. Da schauen wir mal gemeinsam rein. Natürlich in der klassischen grünen Farbe gehalten und die goldene Krone auf der Vorderseite. Aber das Interessante ist natürlich das Modell darin und hier begrüßt sie uns auch schon. Echt gut gelungen. Der eine mag sie, der andere findet den Vorgänger besser. Das bleibt natürlich letztendlich Geschmackssache. Aber ich würde sagen, wir schauen uns diese wunderschöne Uhr zusammen mal an. Und nun sehen wir das Modell also vor uns. Der größte Unterschied natürlich im Vergleich zum direkten Vorgänger, also der Hulk, ist natürlich das Zifferblatt. Wir haben hier nicht mehr wie bisher bekannt das Grün-Grün, also Lünette und Zifferblatt in der entsprechenden Farbe gehalten, sondern nun zurück zur Kermit. Heißt, wir haben ein schwarzes Dial und die grüne Cerachrom-Lünette ändert natürlich nichts an dieser wunderschönen Optik. Absoluter Klassiker. Wir haben weiterhin jetzt das neue, refreshte 41 mm Gehäuse mit den etwas schmaler zulaufenden Hörnern und weiterhin natürlich aus diesem wunderschönen Oyster-Stil gefertigt. Und angestoßen hier in das dreireihige Oysterband, ebenfalls aus Oysterstil, alles Rolex-eigen natürlich. Und verschlossen wird das Ganze dann auch mit der sogenannten Oyster Clasp, also die Oyster Lock Sicherheitsfallschließe. Diese hat auch das Rolex Glide Lock Verlängerungssystem verbaut. Das haben wir euch schon mal in dem einen oder anderen Video gezeigt. Wir können hier die Länge ganz bequem justieren, also wirklich absolut perfekt, also besser kann man es auch eigentlich nicht machen, absolut spitze. Schauen wir uns das Modell noch mal ein bisschen von vorne an. Wie bereits erwähnt, wir haben hier eine schwarze Zahlenscheibe und zwar hat diese auch die Chromalight-Indizes und Zeiger. Diese sind super lumineszierend, aber das schauen wir uns natürlich auch noch mal im nächsten Step zusammen ein. Und die einseitig drehbare Lünette hier in diesem präsenten Grün, absolut schön und absolut perfekt. Auf der Vorderseite haben wir weiterhin kratzfestes Safiglas verbaut mit der entsprechenden Lupe auf der 3 Uhr Position, um das Datum entsprechend gut ablesen zu können. Also alles im Allen wirklich eine klasse Uhr zu einem UVP von 8.900 €, bietet Rolex dieses Modell an. Leider sind die Marktpreise natürlich relativ stark gestiegen, die Nachfrage extrem hoch und die Menge am Markt entsprechend knapp. Auf der rechten Seite haben wir die bekannte Triplock Aufzugskrone mit dreifachem Dichtungssystem. Wir können das Werk hier ganz bequem manuell aufziehen, haben die Möglichkeit, das Datum, was man hier sehr gut über die Lupe ablesen kann, natürlich zu verstellen und darüber hinaus natürlich auch die Uhrzeit. Verbaut ist hier das neue Kaliber 32-35. Dieses bietet eine Gangreserve von ca. 70 Stunden, ist natürlich selbst aufziehend in beide Richtungen mit dem Perpetual Rotor und natürlich ist dieses auch Chronometer zertifiziert, heißt Rolex gibt selbst nach dem Einschalen des Uhrwerks eine Abweichung von minus bis plus 2 Sekunden am Tag an. Das ist natürlich amtlich und die Realität kann dies auch absolut bestätigen. Wirklich eine extrem schöne Uhr und viele haben tatsächlich darauf gewartet, nur diesen Akzent der grünen Lünette zu haben. Ein klassisches schwarzes Zifferblatt, das ist wirklich atemberaubend. Aber ich hatte eben erwähnt, wir haben hier Leuchtmasse verbaut
Und wie wir sehen können, strahlt uns diese direkt an. Das ist der Hammer. Extrem leuchtstarkes Blau. Und natürlich sehr langanhaltend. Das ist wirklich klasse. Also auch nach längerer Tragezeit im Dunkeln auch noch ablesbar. Jetzt wollen wir die Möglichkeit natürlich einmal nutzen, um uns die Gehäusemaße noch einmal zusammen anzuschauen. Und da kommen wir auf einen Durchmesser von 40,8 mm, eine Gehäusehöhe von 13,7 mit der Lupe und ohne die Lupe liegen wir bei 12,7. Der Hornabstand der 126-610 LV liegt bei 48,1 mm. Jetzt wollen wir natürlich alle nochmal wissen, was eine Starbucks auf die Waage bringt. Und da schauen wir mal zusammen rein. Das sind 155,36 Gramm. So, nun habe ich das Modell auch noch einmal für euch angelegt. Ihr seht es jetzt an einem Handgelenk von 18 bis 18,5 cm im Umfang. Und gerade hier jetzt in Kombination mit so einem schwarzen Hemd, das sieht auch wohl mal absolut spitze aus. Extrem schöne Uhr, über den Tragekomfort müssen wir gar nicht sprechen. Also die liegt bombastisch am Arm, trägt sich perfekt. Optisch muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, welche er da besser findet. Aber die Qualität stimmt bei der Uhr auf jeden Fall. Sehr, sehr schick gemacht. So, und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von unserem Video zu der Rolex Submariner Date Starbucks. Wir hoffen natürlich, das Video und die Uhr haben euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann lasst es uns doch bitte unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao.